Guten Tag, grüß Gott und grüezi. Heute ist Dienstag und am Dienstag haben wir auf diesem YouTube-Kanal ein Q&A-Video, wo ich eure Fragen beantworte. Ich bedanke mich bei allen Abonnenten, die ihre Fragen geschrieben haben. Wenn du mich etwas fragen möchtest, dann schreibe bitte deine Frage oder deine Kommentare unter einem x-beliebigen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich lese alle Kommentare und alle Fragen von euch. Vielen Dank dafür. Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Lena Rossmeier, bin ein zertifizierter Transformations- und ein Life-Coach und ein Liebescoach. Für die, die mich kennen, bin ich immer noch Lena Rossmeier. Und bevor wir weitersprechen, möchte ich folgende Information verkünden. Verkünden, richtig, ist es Deutsch? Und zwar auf meiner Website gibt es seit kurzem verschiedene Online-Trainings zum Download. Du kannst ein passendes Training für dich auswählen, downloaden und dann führe ich dich mit verschiedenen Techniken, mit verschiedenen Instrumenten zu deinem gewünschten Ziel. Und zu welchem Ziel ich dich führe, das hängt von dem Thema des Trainings ab. Es gibt ein Training, limitierende Glaubenssätze zu erkennen und zu verändern, empfehle ich dir. Das ist sehr wirksam und dort die Technik, die ich dir verrate, ist wirklich bombastisch. Dann gibt es ein Training von Smileys zu Dates, wo ich ganz genau erkläre, wie du dein Profil bei Online-Dating gestaltest, was du Frauen schreibst, wann du schreibst. Und selbst dann, wenn ich physisch nicht präsent bin bei diesen Trainings, wirst du das Gefühl haben, ich bin da und ich fühle mit und ich führe dich durch verschiedene Hindernisse zu deinem Ziel. Also empfehle ich dir, diese Trainings dir anzuschauen. So, und jetzt beginnen wir mit den Fragen. Die erste Frage kommt von meinem russischen YouTube-Kanal, von meinem russischen Abonnenten. Was sollte man nach einer Trennung mit Geschenken tun? Die Frage hat er geschrieben unter dem Video "Mach das mit den Sachen deiner Ex". Geschenke, ja, es passiert oft, dass wir, wenn wir in einer Liebesbeziehung sind, einander etwas schenken. Männer schenken mehr als Frauen, normalerweise, üblicherweise. Und nach der Trennung nimmt deine Ex ihre Sachen und geht, oder du nimmst deine Sachen und gehst. Was passiert mit Geschenken? Geschenk ist geschenkt. Und das heißt, die Geschenke bleiben und man darf sie nicht zurückverlangen. Vor kurzem habe ich eine Frau gecoacht, sie kommt aus Russland und das war wirklich eine sehr unangenehme Situation. Sie war mit einem Mann 3 Jahre lang zusammen, danach ist er gegangen, es war irgendwie ein Streit zwischen beiden. Ein paar Tage später kommt er zu ihr und sagt, Natascha, bitte gib mir meine Geschenke zurück. Sie war wie aus allen Wolken gefallen, so hat sie sich gefühlt. In der Zeit hat er ihr einen Ring geschenkt, eine goldene Kette, Halskette und ein Telefon. Und sie war so empört, aber sie hat ihm diese Geschenke zurückgegeben und hat gesagt, ich habe gewusst, dass du ein mieser, so ein kleiner im Geist Mensch bist. Ich bin froh, dass ich dich losgeworden bin. Deswegen die Geschenke nicht zurückverlangen, das darf man nicht, darf man schon, aber sollte man nicht machen. Sonst denkt sie sehr schlecht über dich und sie wird es auch anderen erzählen. Schau, der Heinzi. Der hat mir das und das geschenkt, aber jetzt verlangt er seine Geschenke zurück. Ist es nicht mies? Und das ist wirklich mies, finde ich. Okay, Geschenke nicht
zurückverlangen, aber wenn deine Ex wiederkommt und sie zurückhaben will, dann gib ihr diese Geschenke. Ja, da hast du es. Und Gott sei Dank bin ich dich los. Jetzt bin ich von dir noch mehr enttäuscht. Okay, die nächste Frage kommt aus meinem deutschen YouTube-Kanal. Alex fragt mich: Meine Schwiegermutter nervt. Sie mischt sich in unsere Familienangelegenheiten ein, wie bei der Auswahl der Urlaubsziele oder Kindererziehung. Manchmal löst sie einen fiesen Spruch los mir gegenüber. Ich bemühe mich darum, um ihr es recht zu machen. Wie kann ich die Beziehung verbessern? Ist Alex ein Mann oder eine Frau? Ich werde jetzt dann allgemein sprechen, für Männer und für Frauen. Diese Beziehung mit den Schwiegereltern, und zu diesem Thema habe ich auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal, das heißt: Mach das und deine Schwiegereltern werden dich lieben. Es ist wirklich keine einfache Beziehung, denn du beginnst deine Liebesbeziehung, du gründest eine Familie mit einer Frau, aber diese Frau oder dieser Mann, sie bringen auch ihre Verwandte in diese Beziehung mit. Und hier, was wichtig ist, das abzugrenzen. Ja, es kann sein, dass diese Verwandte, Schwiegermutter oder Schwiegervater, sehr nett sind. Aber das sind fremde Menschen. Du hast sie nicht geheiratet. Du hast ihre Tochter geheiratet. Und natürlich wollen sie sich einmischen, viele Schwiegermütter vor allem. Warum? Denn die Schwiegermutter, wenn zum Beispiel du eine Frau geheiratet hast, sie sieht in deiner Ehefrau eine Konkurrentin. Früher war deine Mama, also ihre Schwiegermutter, jetzt die Nummer 1, Frau Nummer 1 in deinem Leben. Und jetzt auf einmal kommt, denkt die Schwiegermutter, diese Nute, diese Monika, und sie hat meinen Heinz nicht verdient, denn sie kann nicht kochen, sie kann nicht putzen und sie behandelt ihn schlecht. Okay, ich werde regelmäßig nach Hause zu meinem Söhnchen kommen und kontrollieren, wie es dort läuft, denn er braucht seine Mama, denn Mama ist der einzige Mensch, die für ihn immer da ist. Deswegen, ja, es entsteht so eine Art Konkurrenzkampf zwischen der Schwiegermutter und der Schwiegertochter. Aber selbst dann, wenn die Beziehung gut ist, denk bitte daran, du bist ein fremder Mensch für dieses Ehepaar oder für deine Schwiegermutter. Warum? Schau, jetzt bist du mit der Tochter zusammen von diesen Menschen. Und sie sagen dir: Heinz, du bist uns wie ein Sohn und wir lieben dich und bla 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 bla. Aber stell dir vor, das wünsche ich dir nicht, 3 Jahre später lässt du dich von deiner Ehefrau scheiden. Und sie findet einen anderen. Und dann kommt ein anderer Schwiegersohn, zu dem sie wieder nett sind. Und dich vergessen sie. Das heißt, du bist austauschbar als eine Art Schwiegersohn oder Schwiegertochter. Deswegen empfehle ich immer, mit den Schwiegereltern auf Distanz zu bleiben. Wie mit guten Nachbarn. Ja, der Nachbar Peter ist nett zu mir und wir trinken manchmal 2 Bierli zusammen, das geht, aber Peter darf nicht immer zu mir nach Hause kommen. Er darf sich nicht einmischen in mein Privatleben. Und deswegen wäre es wichtig, hier auch mit den Schwiegereltern auch ähnliche Beziehung aufzubauen. Und je weniger du von deinen Schwiegereltern abhängst, finanziell oder wenn es um Kinderbetreuung geht, desto besser ist es. Denn sie werden diese Abhängigkeit ausnutzen und ziemlich grausam und ihre Regeln dort bilden. Deswegen behandle diese Schwiegereltern, das habe ich auch in meinem Video gesagt, zu diesem Thema, wie eine Zimmerpflanze.
Was braucht eine Zimmerpflanze? Ja, ein bisschen Licht, ein bisschen Gießen, aber das ist eine Pflanze. Und irgendwie ist sie auf Distanz, ja. Und dein Leben ist dein Leben. Und die Schwiegereltern haben kein Recht, sich einzumischen. Grenzen setzen, das sollte man lernen hier. Okay, ich glaube, dass ich habe die Frage beantwortet. Gut, dann ist es aus, die Maus für heute. Ich wünsche dir einen schönen, super, super schönen Tag. Bleib gesund und schreib deine Fragen, wenn dich etwas interessiert. Und abonniere meinen YouTube-Kanal noch bitte. Tschüss und bis bald.